Heute sind wir zu Besuch in Hamburg und schauen uns hier das neue Child of Light an, was am 30. April erscheint. Child of Light ist das neue Rollenspiel von Ubisoft mit Einflüssen von bekannten JRPG-Klassikern. Das Spiel basiert auf der UbiArt Framework Engine, die schon bei Rayman Legends zum Einsatz kam. Wir wollten heute mehr Details zum Spiel erfahren und sprachen mit Jeffrey O'Hallam, der übrigens auch die Story von Far Cry 3 geschrieben hat. Im Verlauf des Spiels ist es möglich, Aurora aufzuleveln und neue Fähigkeiten zu bekommen, sodass der Spieler die Wahl hat, welchen Weg er gehen will in unserem umfangreichen Skilltree. Das individualisiert deine Herangehensweise für die Kämpfe. In den Kämpfen im Spiel hat man lange, mittlere und kurze Attacken, die sich unterschiedlich auf die Gegner auswirken. Man kann aussuchen, welche Attacke man benutzt und welchen Effekt sie haben. Man hat zur gleichen Zeit Partner, die dir im Kampf helfen. Man wählt also aus, welche Partner man haben möchte, die einen im Kampf begleiten. Wenn du einmal einen Partner hast, dann kannst du auch den aufleveln, seine Fähigkeiten auswählen und deine eigene Streitmacht entwickeln. Die Partner beziehen sich auf die Geschichte im Spiel, wie sich Aurora durch Lemuria bewegt, wem sie sich anschließt und ob sie sich überhaupt irgendwem anschließt. Und wenn du dich mit niemandem verbündest, wird das Spiel immer härter. Du musst dann versuchen, alle Kämpfe alleine zu gewinnen. Es gibt insgesamt 8 Partner im Spiel, doch man kann in den Kämpfen maximal 2 auf dem Schlachtfeld haben. Aber wir wollten damit nicht die Spieler bestrafen. Man kann im Kampf zu jeder Zeit seine Partner austauschen, auch wenn einer der Partner K.O. gegangen ist. Das Child of Light Kampfsystem ist umfangreich genug, dass Hardcore-JRPG-Fans eine Menge damit anfangen können. Es ist gleichzeitig einfach genug, sodass man das Intro-Tutorial überspringen kann und trotzdem das gleiche Spielerlebnis hat. Das eigentliche Kampfsystem in Child of Light funktioniert so. Wenn du einen Gegner triffst, verwandelt sich das Umfeld in eine Art Kampfarena. In der Arena hast du dann die Möglichkeit, 2 Partner auszuwählen, die dann mit dir in den Kampf ziehen. Alle Charaktere, die dann auf dem Schlachtfeld stehen, werden auf einer Zeitleiste markiert, die unten am Bildschirmrand ist. Die Zeitleiste zeigt, wie lange du noch brauchst, um deine Attacke aufzuladen. Es gibt dann einen Endpunkt und wenn dein Charakter-Icon diesen Punkt erreicht hat, kannst du dir aussuchen, welche Attacke oder welchen Zauberspruch du benutzen willst. Danach kommt ein Zeitabschnitt, in dem die Attacke ausgeführt wird. Wenn du in diesem Zeitabschnitt attackiert wirst, bricht deine Attacke ab. Wenn du einen Gegner in dieser Ladezeit angreifst, verliert auch er seine Attacke. Das ist das Tolle am Child of Light Kampfsystem, was es so einzigartig, spaßig und umfangreich macht. Du fängst an, dir eine Strategie auszudenken, um deine Gegner in dieser Zeitphase zu treffen. Man kann zum Beispiel mit Firefly seinen Gegner verlangsamen. Das wird eine große Herausforderung für dich, wenn die Gegner auf dieser Zeitleiste anfangen, hin und her zu springen oder dich einfach einfrieren. Du kannst sie auch selbst einfrieren und später auch auf der Zeitleiste hin und her springen. Man bekommt mit der Zeit immer mehr Möglichkeiten und es wird auch immer umfangreicher. Ich würde sagen, das Spiel hat 10 bis 15 Stunden an Spielinhalt. Es kann natürlich auch länger werden, wenn man jedes Stück von Lemuria erkunden will. Die andere schöne Sache bei Child of Light ist, dass du Sachen schnell überspringen kannst, wenn man sich zum Beispiel entscheidet, bestimmten Partnern nicht zu helfen. Mehr Infos zu Child of Light folgen in Kürze. Bis zum Release des Spiels ist es aber auch nicht mehr lange hin, denn es erscheint schon am 30. April. Übrigens wird es auch eine Child of Light Deluxe Edition geben, mit zusätzlichen digitalen Inhalten und tollen Extras für Sammler. Die Deluxe Edition gibt es sowohl für den PC als auch für die PlayStation, egal ob PS3 oder PS4, denn in der PlayStation Version gibt es eine Cross-Buy-Version, da ist es also völlig egal, ob PlayStation 3 oder PlayStation 4.